So, Freunde, also Gaming-Tisch ist da, Gaming-Stuhl ist auch da, ich sitze da gerade drauf. Die Wohnung ist aber noch nicht fertig eingerichtet, aber das tut jetzt nichts zur Sache. Ich möchte mit euch sehr dringend über die Thematik reden, über diese Fußballerin Jenny Hermoso oder wie die hieß, diese und den Rubiales, diesen Sportchef aus Spanien, glaube ich, ne? Wisst ihr was gerade, ich hab das jetzt gerade erst gesehen vor ein paar Minuten. Ich muss noch die richtige Sitzposition hier irgendwie ergattern. Habt ihr das mitbekommen? Es gab ja jetzt ein paar Tage lang einen Riesenskandal. Ne? Der Mann, der gute Mann, ist kurz davor, komplett sein Leben zerstört zu werden, dass der da komplett seine Arbeit verliert, sein Ruf weg ist und so weiter und so fort. Die Mutter von diesem Rubiales, diesem Sportchef, ist in Hungerstreik. Die ist in eine Kirche gegangen, habe ich gestern gesehen. Und die will jetzt so lange hungern, bis die Leute verstehen, was diese Situation überhaupt bedeutet und wie der Kuss überhaupt zustande kam. Habt ihr die neuesten Aufnahmen mitbekommen? Diese Jenny Hermoso oder wie die heißt, da sind jetzt Aufnahmen aufgetaucht auf X oder beziehungsweise früher Twitter. Ich bin übrigens da auch, ne? Akko, the Persian Power heiße ich dort. Habe ich seit kurzem mir auch einen Account gemacht. Es sind Aufnahmen, Videoaufnahmen aufgetaucht, wie sie das mit ihrer Spielerkolleginnen am Feiern ist, dass sie da sozusagen geküsst wurde. Und dann haben die da irgendwie, da gab es 2010 wohl auch einen Fall, wo ein Spieler, Fußballspieler, eine Reporterin auf den Mund geküsst hat. Was das angeht mit dem Spieler und der Reporterin, ist eine ganz andere Baustelle, aber die haben da so Bilder gezeigt, da gab es wohl so Memes, wo die Bilder nebeneinander gestellt wurden und die hat sich so drüber lustig gemacht und die war total so, ja, lustig drauf und fröhlich und hat mit ihren Spielerkolleginnen die Bilder so, die selber hat die Bilder ihren Kollegen gezeigt, total fröhlich am Lachen und die haben alle gerufen Kuss, Kuss, Kuss und geklatscht. Jetzt ist das eine ganz andere Darstellung der Situation als das, was sie offiziell die letzten Tage vertreten hat, nämlich, dass der Kuss überhaupt nicht gut war, so gesehen, und sie den Kuss auch überhaupt nicht haben wollte. Jetzt kennt jeder die Aufnahmen. Jetzt wollen wir mal, und ich sage euch, wir leben in einer sehr gefährlichen Zeit, vor allen Dingen wir Männer. Ja, wir leben in einer sehr gefährlichen Zeit, wo ich würde sogar sagen, den Frauen beigebracht wird, jedes einzelne kleine Vergehen. Und wir reden hier nicht über echte Übergriffe auf Frauen im Sinne von böswillig. Ich werde euch auch gleich erklären, wie ich das meine, ja? Also hört euch das bitte bis zum Ende an. Bei uns Iranern gibt es ein Wort, man sagt, wenn jemand von seinen Gefühlen übermannt wird, also das ist so ungefähr die Beschreibung, wenn du von deinen Gefühlen übermannt wirst, gibt es auf Iranisch bzw. auf Persisch gibt es ein Wort, man sagt, derjenige Sog gereft, ja, Sogsat, ja, sowas ähnliches. Sog, so und so gesehen, sodass die Gefühle so stark waren, positive Gefühle vor allen Dingen vielleicht auch, oder teilweise auch, dass man irgendwie vor Freude weint oder was weiß ich, oder vor Freude irgendwie um den Hals seiner Mutter fällt, sein Vater, und die dann, weißt du, so, und Augen aufgerissen und vielleicht ein bisschen lauter schreit oder jemanden küsst und so, dass du so von deinen Gefühlen übermannt wirst, dass du für ein paar Sekunden die Kontrolle über dich verlierst, aber nicht in böser Absicht. Und ich werde euch mal ganz kurz erklären, meine Meinung zu dieser Kussgeschichte. Wenn ich eine Schwester hätte, eine Mutter, eine Frau oder eine Tochter, würde ich auch nicht wollen, dass jemand die einfach am Kopf packt und auf den Mund küsst. Würde ich auch nicht wollen, zugegeben. Aber, und jetzt kommt das dicke Aber, ich würde mir trotzdem die Situation angucken in dem Moment. Ja? Vielleicht hunderte von Millionen oder mehrere 10 Millionen Menschen weltweit gucken zu. Ihr habt eine Frauenfußball-WM gewonnen, ne? Und es gibt riesig was zu feiern und du hättest vielleicht damit nie gerechnet und du bist übermannt von deinen Gefühlen. Und man hat ja auch gesehen, dass diese Jenny Hermoso den Trainer hochgehoben hat. Das heißt, die hat ungefähr dasselbe gehabt.
Gut, die hat das anders ausgedrückt, aber einen Menschen hochzuheben, da hat man auch sehr engen Kontakt. Jetzt wäre das andersrum, dass der Mann die Frau hochhebt, könnte die Frau immer noch hergehen und sagen, ja, beim Hochheben hat er mich da so ein paar Millimeter, was weiß ich, am Hintern irgendwie berührt aus Versehen. Aber sie wird da nicht sagen aus Versehen, sondern eventuell würde sie sagen, ey, der hat mich da, oder weil man ja frontal gegenübersteht und der eine hebt den anderen hoch. Man könnte ja, wenn man jetzt alles so negativ darstellen will, ne, als Frau oder als Mann, sagen, ja, aber untenrum haben sich minimal irgendwas berührt oder wie auch immer. Ich will das gar nicht jetzt in direkten Wörtern aussprechen, okay? Das heißt, passiert sowas, ja, und das sind menschliche Gefühle, die sich über Jahrzehntausende, Hunderttausende entwickelt haben. Das sind Urinstinkte, die in einem Menschen drinstecken. Sowohl in einer Frau als auch in einem Mann. Man hat es ja gesehen, ein paar Sekunden vorher hat die den umarmt und hochgehoben. Ja, ein paar Sekunden später, wie gesagt, ich sage immer noch, hätte ich Schwester, Mutter, Frau, Ehefrau, eine Tochter, würde ich auch nicht wollen, dass ein Fußballtrainer die so am Pack unter dem Mund küsst. Aber man muss doch trotzdem die Situation ein bisschen in Betracht ziehen. Würde der ernsthaft böse Absichten haben, was weiß ich, diese Übergriffe von denen, die ganze Zeit, ich will diese Wörter gar nicht aussprechen, weil YouTube mag diese Wörter nicht. S-Punkt-Übergriff, ne? Ihr wisst schon, was mit S gemeint ist. Das ist in meinen Augen kein sexueller Übergriff. Ist es einfach nicht. Ja? Für mich ist das in dem Moment eine überwältigende Situation, die man prima, perfekt bei beiden Geschlechtern gesehen hat. Sowohl die Frau hat da was gemacht, was sie normalerweise niemals machen würde. Den Trainer einfach hochheben und feiern. Und der Trainer, ne, so brauchen wir gar nicht drüber reden. Der Kuss war vielleicht komplett überflüssig, aber jetzt kommt's drauf an. War das mit böser Absicht geschehen? Wollte der sie zwingen und so? Und korrigiert mich, wenn ich falsch bin. Ich habe keine, hey, nein, oder so Kopf nach hinten. Jeder, der sich entweder ekeln würde oder das gar nicht haben wollte, egal ob Mann oder Frau, würde in dem Moment versuchen, du würdest wenigstens mal so einen Kopfzug nach hinten sehen, ne? Auch wenn er die mit zwei Händen da festhält, aber man würde trotzdem erkennen, ey, die wehrt sich gerade oder dreht kurz hin, auch wenn du deinen Kopf so, du kannst ja trotzdem kurz so machen oder so, ne? Lange Rede, kurzer Sinn. Jede Frau hat natürlich ein Selbstbestimmungsrecht, von wem sie geküsst werden will oder nicht. Und ja, ich würde sogar sagen, dass das im Nachhinein ein Fehler war, dass er das gemacht hat. Das würde ich sogar an der Stelle sagen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ein Mensch, der jahrzehntelang für sein Leben, für seine Familie, für seine Karriere oder für den Fußballsport allgemein, für alles gekämpft hat und so weit gekommen ist und dann durch eine Gefühlsüberwältigung der Situation da vielleicht einen dummen Fehler gemacht hat, darf doch nicht komplett sein Leben verlieren, seinen Ruf verlieren und dann dieser S-Punkt-Übergriff-Zeug da verdächtigt oder beschuldigt werden. Zumal jetzt im Nachhinein rausgekommen ist, dass diese Jenny Hermoso das in dem Tourbus im Nachhinein übelst abgefeiert hat mit ihren Fußballerinnen-Kollegen. Ja? Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt und darüber werden wir in einem der nächsten Videos reden. Das muss ich nochmal ausführlich in einem separaten Video nochmal besprechen mit euch. Es gibt Dutzende und Dutzende von Beispielen, dass eine Frau eventuell zu einem bestimmten Zeitpunkt, ja, zu einer bestimmten Sache zusagt und dann Wochen, Tage oder Monate oder Jahre später oder Jahrzehnte später kommt und sagt, nee, das wollte ich eigentlich gar nicht. Obwohl sie zu dem Zeitpunkt eventuell ihre Zusage gemacht hat. Ich nenne euch mal ein kurzes Beispiel. Ne? Es gab vor ein paar wenigen Jahren diesen Fall von den Fußballern mit dieser, wie hieß die denn da? Diese eine, die war, glaube ich, auch mal bei Big Brother oder sowas. Ist ja auch egal. Ich werde in einem separaten Video dazu kommen. Bitte schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare.
ein Like da lassen, sehr wichtig. Abonniert den Kanal mit Glocke, checkt die Links in der Videobeschreibung. Und wir werden die Tage nochmal ausführen. Ich werde sehr viele Teile zu diesem Thema machen, weil das ist aktuell ein Riesenproblem auf der ganzen Welt. Nicht nur in Deutschland, Europa, sondern auf der ganzen Welt. Oder sagen wir mal, zumindest in den westlichen Ländern. Es hat sich eine bestimmte Kultur entwickelt, wirklich, also dass die Mutter von diesem Fußball-Profi-Chef da mittlerweile in Hungerstreik. Überleg mal, eine Mutter sieht den Sohn aufwachsen und das ist ein Mensch, der hat eine Mutter und die Mutter hat den erzogen. Und ja, es kann sein, dass er daran Fehler gemacht hat und ich sag auch, diesen Kuss hätte ich vielleicht von meiner Tochter oder meine Cousine oder meine Schwester oder so auch nicht gewollt. Natürlich war das irgendwo vielleicht auch ein Fehler, aber dieser Fehler ist entstanden durch eine massive Überflutung an positiven Gefühlen, dass er so, ey, wir haben es geschafft und so, und dann hat er vielleicht ein paar Sekunden einfach die Kontrolle über sich verloren. Der wird doch nie im Leben vor Millionen von Millionen Menschen auf der ganzen Welt so eine Aktion bringen, wenn er das mit böser Absicht machen würde. Der wäre doch nicht, der ist doch nicht bekloppt. Der hätte der böse Absichten, hätte der das vielleicht, jetzt mal als Beispiel, hätte der das heimlich in der Kabine gemacht, wo sie vielleicht sogar noch irgendwie sich gerade am Umziehen ist oder irgendwie gerade von der Dusche kommt und der wäre da reingegangen, irgendeine Sicherheitskamera hätte das aufgenommen, hätte ich das Ganze ganz anders bewertet. Hätte ich gesagt, ey, was ist das hier so, weißt du, so auf geheim und auf Macht ausüben und alleine mit ihr und Druck ausüben. Aber ey, der steht mitten im Stadion, Millionen von Menschen auf der Welt gucken zu, als ob der da mit böser Absicht der Frau einen Kuss auf den Mund gibt. Ein Kuss auf den Mund ist über Jahrhunderttausende als Ausdruck von Freude oder ne, so Zuneigung. Und ja, trotzdem, ich sage trotzdem, es war wahrscheinlich ein Riesenfehler, ja. Aber darf dieser Fehler, der durch diese Gefühle einfach entstanden ist und vielleicht gar keine böse Absicht hatte und wo die Dame vor allen Menschen sagt, nee, ich wollte das nicht, aber im Nachhinein kommen Bilder und Videos raus, wie sie im Bus das Ganze feiert mit ihren Freundinnen. Darf dann ein Mensch, so wie dieser Fußballchef da, sein Leben verlieren, sein Einkommen, sein Ansehen und sein... Nein, auf gar keinen Fall. Ich sage hundertprozentig nein. Es war ein Fehler, ja, vielleicht, ja. Wobei, war das ein Fehler, wenn die das so im Tobus so dermaßen... Guckt euch mal die Videos an. Ich habe das bei der Bild-Zeitung jetzt gesehen, auf YouTube. Wie die das am Abfeiern ist. So, ah, hier, voll lustig. Und guck mal, die vergleichen uns mit diesem einen Fußballer und der Reporterin. Und hahaha, und alle Freundinnen so, Kuss, 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 sind am Klatschen und so. Also irgendwo hat alles auch seine Grenzen. Und warum müssen, und das ist mein letzter Satz, warum müssen alle Taten eines Mannes heutzutage maximal als negativ bewertet werden? Ja, natürlich, es können Fehler sein. Aber warum muss man das denn so dermaßen auf die negative Schiene legen, sodass bei dem kleinsten Fehler, den man macht, oder bei einem relativ kleinen Fehler, weil wie gesagt, die Umstände sind auch wichtig, wie so ein Kuss zustande gekommen ist. Unterschied ist, wäre das irgendwo heimlich in der dunklen Kabine beim Umziehen oder sonst irgendwas passiert, wo der seine Macht und seine Aggression ausnutzt, um einen Kuss zu kriegen, oder ob der das vor Millionen Menschen macht aus Freude, weil er da vielleicht von seinen Gefühlen übermannt wurde. Bitte, jeder einzelne von euch, das Video teilen, kommentieren, liken, Kommentare sind mir sogar viel, viel wichtiger. Ich will eure Meinung dazu wissen. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und wir sehen uns die Tage wieder. Bis dann.